Hallo, in letzter Zeit ist das Thema Stromverbrauch bzw. allgemein Energieverbrauch in Deutschland und Europa wirklich sehr in den Fokus gerückt. Ich wollte deswegen noch einmal ganz kurz erklären, wie ihr eure eigene Stromrechnung aufstellen könnt, das heißt, wie ihr euren Stromverbrauch nachrechnen könnt. Eine Stromrechnung setzt sich im Normalfall aus zwei Positionen zusammen. Die erste Position ist natürlich die Grundgebühr, das heißt, im Normalfall zahlt man pro Jahr eine Grundgebühr, die dann jeden Monat anteilig berechnet wird. Der zweite Teil ist dann natürlich je nach Verbrauch abhängig. Das heißt, im zweiten Teil wird einfach der verbrauchte Strom mit dem jeweiligen Arbeitspreis des Stromes zusammengerechnet. Das heißt also, eure Stromrechnung könnt ihr wie folgt berechnen: Grundpreis plus verbrauchten Strom in Kilowattstunden und das mal Preis pro Kilowattstunde. Das ist dann also der Arbeitspreis. Den Grundpreis findet ihr zum Beispiel in eurem Vertrag, den ihr mit dem Energieversorger abgeschlossen habt, oder auf der letzten Rechnung. Dort ist dieser im Normalfall ausgewiesen. Bitte achtet darauf, dass ihr hier den Bruttopreis berücksichtigt. Den Arbeitspreis pro Kilowattstunde, ebenfalls in Brutto, findet ihr auch auf eurer letzten Rechnung oder in eurem Vertrag, oftmals aber auch online beim jeweiligen Kundenportal. Schaut einfach mal nach, ob ihr dort angemeldet seid. Falls nicht, könnt ihr das auch nachträglich noch machen. Hier jetzt mal noch eine kurze Beispielrechnung. Wir haben zum Beispiel einen Grundpreis brutto pro Jahr von 120 Euro. Zusätzlich haben wir zum Beispiel einen Stromverbrauch von 3000 Kilowattstunden. Der Strompreis ist ja jetzt etwas gestiegen. Wir gehen mal von 40 Cent pro Kilowattstunden aus. Und jetzt müssen wir einfach nur den Arbeitspreis von 40 Cent pro Kilowattstunden mal den verbrauchten Strom, in dem Fall 3000 Kilowattstunden, multiplizieren. Und das ergibt dann einen Wert von 1200 Euro pro Jahr, das heißt durch 12 gerechnet, wären das im Monat ein Abschlag von 100 Euro für den verbrauchten Strom. Und jetzt müssen wir natürlich den Grundpreis noch durch 12 rechnen, das wären dann nochmal 10 Euro. Insgesamt zahlen wir also im Jahr 110 Euro an Abschlag bei einem Verbrauch von 3000 Kilowattstunden und einem Grundpreis von 120 Euro im Jahr.